Vor einigen Jahrzehnten konnte man in Altglashütte fast nur deutsches Wort hören. Heute benutzt nur noch die ältere Generation die Sprache der Ahnen. Wir baten Frau Maria Heim darum, über das Heimatmuseum und die Töpfereiausstellung in der örtlichen Mondat zu erzählen. Ich bin Maria Heim, bin 84 Jahre alt und das Heimatmuseum, das tue ich schon vielleicht 10, 15 Jahre begleitet. Seit 1997 dann ist das entstanden mit der Töpferei, haben wir angefangen. Und dann sind die Leute gekommen und gesagt, sie haben das und das. Es ist der Verbringung. Und so ist so viel zusammengekommen, was jetzt schon unser Raum zu klein ist. In 1997 ist der gegründet worden. Da war noch mehr so Jugend und da sind wir immer so arbeits zusammengekommen und dann haben wir gestrickt, so wie früher, und gekickelt, da wurden ausgenäht, haben die Arbeit gemacht. Und ja, und der ist heute noch. Eigentlich der Leseverein, den haben schon unsere Großeltern gegründet. In 1923 ist der Leseverein schon einmal gegründet worden. Und wie der Krieg war, dann ist das ausgeblieben. Und auch in 1997 dann haben wir das wieder aufgenommen. Die Mitglieder des Deutschen Leservereins haben die Aufgabe übernommen, die vom Petschwarer Arzt Dr. Ferenc Biro der Siedlung gespendeten 150 Stück Tongeschirr auszustellen. So entstand das Dorfmuseum. Das Eck da, das ist, was hat ein Kreisarzt vom Petschwarer, der hat es gesammelt und dann hat uns das gegeben zum Ausstellen. Und es ist bis heute noch da. Eine Drehscheibe noch eine uralte Drehscheibe. Und dort ist, das ist noch nicht ausgebrannt, das Holz. Das sind die ehemaligen Töpfner. Da leider lebt keiner mehr davon. Und das ist eine Kraxe. Und da hat der Töpfner das Geschirr neu getan und hat zum Rücken und hat die Nachbarschaften getragen zum Verkaufen. Oder unter dem Krieg, da mein Opa war auch ein Töpfner und ich habe ihn sehr viel begleitet. Für das Tongeschirr wurde oft mit Naturalien bezahlt. So musste man auch auf dem Heimweg volle Kraxen tragen. Einmal voll gemacht oder zweimal, demnach wie groß das Geschirr war. So und hat man rückwärts hat man die Kraxe auch wieder voll. Es war nicht so leicht. In diese großen Töpfe da haben sie Saures gemacht. Das ist ein Ölkrug und das ist ein Weihessigkrug und das sind die Wasserhose. Aus dem hiesigen Ton konnten feuerfeste Töpfe zum Kochen, Backen und Braten hergestellt werden, die in der Gegend sehr gefragt waren. Diese Produkte waren meist dunkelbraun mit reicher Verzierung am Rand. Diese Töpfe, was so breit sind, und da hat man Kochkerne drin. Und das sind Backformen. Da hat man Galatsch gebacken drin. Das ist eine Bratscherbe, wo man einen Kugel oder einen Enten gebraten hat drin. Das Erbe der Ahnen führen die Nachkommen zwei berühmter Töpferdynastien, die der Familie Kessler und Taimel, weiter.